Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf dem Kanal. Ja, wir sind ja unten angekommen. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall ordentlich Gas geben, dass wir das Ganze überleben. Und hoffentlich, ja, nicht angegriffen werden. Also bleibt mal dran. Da fehlt mir ein, ich wollte ja den Handschuh machen. Ich habe alles besorgt, um hier auch dementsprechend weiter zu graben. So. Frage, dass wir halt definitiv nicht zu tief buddeln. Achso, genau, ich hatte ja noch den anderen an. Ich wollte schon sagen, kann ja jetzt nicht sein. So. Nee, du bleibst mir noch. So, irgendwie so will ich das haben. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier unten schaffen, Gras anzubauen. Also. Nee, ist schon. So, 1, 2, 3, das ist die Erde. Okay, dann ist hier in dem Gelände. Dazu werde ich mir mal den Stein gönnen. Darüber kommt dann quasi mein Gras. Ups, ein too much. Der Handschuh wahrscheinlich auch nicht lange halten. Das müssen wir hier gut Wegstrecke klar machen. Quasi erstmal das ganze Gelände vorbereiten für uns. Um da auch hochzukommen, falls wir angegriffen werden. So, rein theoretisch. Ups, nicht da ist, sondern der hier. Den hier so. Platz. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn es fertig ist. Brauchen auf jeden Fall viel Freifläche. Das sieht doch schon mal gut aus.
mich mal in die richtige Ecke setzen. So. Aber den, der hier so rauskommt. Und dann landen wir hier unten. Das ist, glaube ich, ganz cool. Das erstmal hier so auf diese Fläche. Ich habe mir auch schon was für eine schöne Umrandung überlegt. Wie wir das Ganze dann auch ein bisschen abgrenzen. Markierend wohlgemerkt. Da müssen wir erstmal dann bestimmen, welche Fläche wir wirklich benötigen. Die andere Frage. Weg, damit da von oben keine Strahlung rüberwandert. So, und hier müssen wir noch mal entsprechend tiefer ein. Alles abschirmen. Nee, warte, genau. So ist richtig. Das Gras machen. In der Hoffnung, dass es hält. Das ist jetzt richtig? Nee, ist ja falsch. Das Loch müssen wir dementsprechend dann nochmal kontrollieren, wie wir das machen. Rein theoretisch müsste hier so das Gras lang gehen. So. In der Hoffnung, dass er es nicht verseucht. Das sollte so eigentlich funktionieren. Holz habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht am Start, ne? Eigentlich ist ja hier auch nur Grünfläche falsch, weil hier müsste ja Holz hin. Wegen der Landung. Wir landen ja grundsätzlich, ja, dann nur im Gebäude oder außerhalb des Gebäudes. Das könnte man sich dann nochmal überlegen. Aber man könnte ja vielleicht auch daneben landen. Ich glaube, ich will landen außerhalb. Dann bauen wir noch ein Häuschen irgendwo hin. Deswegen reißen wir jetzt erstmal hier so ab. Handschuh schon wieder kaputt hier. Über die Hälfte ist schon wieder weg. So.
Ich hol sie auch noch raus. Und da kommt auch schon wieder die Strahlung durch. So. Ja, doch. Im Endeffekt weiß ich ja, dass das alles weg muss. Setz mal hier noch einen hin. Das Gebiet mal noch mal ein bisschen größer hier. Was jetzt machen, später ist auch wurscht. Gerade sind wir nun mal hier unten. Wir können dementsprechend schon mal handeln. Schön ist, man braucht dann auch keine. Also rein theoretisch kein Strahlenschutz, wenn man hierher geht und erstmal auf dem Gelände bleibt. Dass ich hier abstecke. Rein theoretisch. Praktisch sieht die Sache dann wahrscheinlich wieder anders aus. Vor allem, weil ich keine Erde mehr habe. So. Alles fürs Überleben. Überleg noch, ob ich das Ganze dann auch noch mal mit einer Kuppel versehe. Oder so mit Wänden, Glaswänden oder so, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Irgendwie so. So, Hände im Gelände, aber es scheint zu halten. Also wir gehen nochmal hoch. Wir sorgen uns jetzt die entsprechende Grasmenge. Hier habe ich nicht zufällig Gras, oder? Ja, normale Stein. Bisschen Wasser. Ja, wunderbar. So, warte, jetzt hole ich mir noch. Hier gab es doch Gewässer. Dann hol ich nochmal ein paar Schrägen.
sollte passen. Noch ein bisschen unsinnlos werden. Dass man irrelevant ist. Dann machen wir da mal die Landebahn fertig. Ach, mit den Schrägen ist auch Blödsinn, warte. Ja, funktioniert ja gar nicht wegen dem Wasser. Da ist jetzt das Wasser nochmal tiefer. Ich guck nochmal. Ich mach nochmal zwei. Und so. Runter. Dann brauchen wir nämlich nicht mehr hier auf die Leiter so zu achten. Hot. Keine Strahlung. So, das heißt, wenn ich die Schrägen jetzt hier ransetze, nur mal rein theoretisch. Wo bist du denn hergekrochen gekommen? Von da oben bestimmt. Ich kann noch mehr machen. Lass die mal hier. So. So ist mein Plan. Müsste ich hier doch noch mal ein tiefer gehen. Da war doch noch mehr. Muss das Wasser ja hin. Das ist strahlungsfrei, die Ecke. So, Landefläche ist ready. Sieht auch ganz gut aus. Zentimeter ausleuchten später. Oder? Ich finde, das kann man so gut als Landefläche nutzen. Auch mit den Säulenecken hier finde ich ganz nett. Meine grüne Oase hier. Die wird gut. So weit komme ich damit nicht. Aber immerhin, dann kann ich für die nächste Folge vielleicht nochmal ein bisschen was besorgen. Na, immerhin, ne? Strahlt ein bisschen heller. Tuana, grüßen Oase hier mittendrin. Ja, da ist irgendwo, hatte ich hier auch nochmal welche abgebaut, genau hier. Probieren wir nochmal den freien Fall, sollte aber funktionieren. Sollte uns nicht umbringen, rein theoretisch. Zu. Und drauf.
Aber grundsätzlich nicht, okay. Na gut. Dann war es das für heute. Grüne Oase ist am Laufen. Das wird ein Spaß, wenn es fertig ist, sage ich euch. Und wir sehen uns nächste Folge in aller Ruhe wieder. Bis dahin und tschüss.